Willkommen zurück zu Gato Roboto. Wollen wir doch mal sehen, was der Computer jetzt zu uns sagt. Computer, ein Update bitte. Hier ist dein bisheriger Fortschritt, Mensch. Offenbar hast du das geflutete Aquädukt entleert. Gut. Der Wärmetauscher ist immer noch stark überhöht. Das Lüftungssystem ist komplett verstopft. Eine eklige Angelegenheit. Zugang zum Labor kann ich nur gewähren, wenn alle Fehlfunktionen behoben wurden. Dann hast du noch eine Menge zu tun, Mensch. Wobei, es scheint, als würde die Katze die ganze Arbeit erledigen. Miau. Danke für das Update. Auf geht's, Kätzchen. Okay, können wir jetzt hier lang? Oder wie sieht's aus? Wieder hoch? Ich glaub nicht, aber cool wär's. So, wo geht's jetzt lang? Map. Hier rechts geht's lang, sagt die Map. Ja, hier rechts könnte es lang gehen. Achso, stimmt, wir wollten ja in jeder Folge eine neue Palette benutzen. Das habe ich ganz vergessen. Ja, zu dir komme ich jetzt gleich noch. Oha, wir haben voll viele, merke ich gerade. Nimm mal Steuerbord. Das ist, glaube ich, auch neu. Nehmen wir das mal. Ach, und wenn wir genug Paletten haben, ich glaube, dann können wir ein Upgrade holen bei diesen einen sehr seltsamen, schrägen Typen. Da war doch was. Was ist denn da los? Können wir da hoch? Oh, wow. Vielleicht können wir da hoch. Das könnte funktionieren. Oh, wow, das hat weh. Ich gehe gerade den Gegner nur aus dem Weg. Das geht nicht. Aua. Schade. Hätte funktionieren können. Aber tut's leider nicht. Dann gehen wir mal hier rechts lang. Hier ist auch ein Knopf. Okay. Au, das tut nur weh. Okay, hier geht's weiter runter. Wahrscheinlich müssen wir einfach hier lang. Hey Kiki, sieht aus, als hättest du den Wärmetauscher gefunden. Dieses Gebiet ist, ziemlich heiß. Du bleibst fürs Erste lieber im Mech. Da draußen ist es nicht sicher für dich, okay? Sobald es abgekühlt ist, kannst du so viel spielen, wie du magst, Kiki. Pass auf dich auf, Kätzchen. Ende und aus. Alright, werden wir. Ach, damit kommen wir dann wieder hoch. Wärmetauscher. Okay, hier scheint nicht irgendwie großartig was zu sein. Hier ist ein Computer. Ich weiß nicht, ob ich mit dem irgendwie was machen kann. Ah ja, kann ich. Was ist das? Labor-Logbuch von Dr. Heinrich, Tag 637. Die Roboter-Verteidigungswaffen, die ich entwickle, sind furchterregend. Doch ich kann nicht umhin, Stolz zu verspülen. Ich bin wirklich ein ausgezeichneter Ingenieur. Und trotzdem schicken sie nach wie vor mich anstelle der Wartungsmannschaft zur Reparatur dieses fehlerhaften Werbetauschers. Das liegt demütigend weit unter meiner Gehaltsstufe. Apropos, sie haben neulich einen sehr niedlichen Hund in meinem Labor abgeliefert. Sie sagten, er sei fehlerhaft und trugen mir auf, einer meiner verrückten Kreation aus ihm zu machen. Oder so etwas in der Art. Eine missverstandene Kreatur, so wie ich. Er ist sicher intelligenter als die meisten meiner Kollegen. Der Hund scheint mich zu mögen. Ich muss ihm noch einen Namen geben. Okay. Spiel hat Lore. Für die, die andere Let's Plays von mir verfolgen, die wissen, ich gehe nicht immer so wirklich auf die Lore ein von Spielen, die ich Let's Play, weil ich selber nicht so viel Ahnung habe und nichts Falsches sagen möchte. Aber für die, die eine Ahnung haben, eine Theorie haben, die können es ja gerne in den Kommentaren lassen. Wäre auf jeden Fall sehr interessant, was ihr so denkt. Es ist ziemlich warm. Ah, es geht nach der Zeit weg. Wow. Okay. Autsch. Geht das da links auch weg? Irgendwie nicht, ne? Nö. Da kann ich nicht. Ah, doch, kann ich. Ah, doch. Unten A. Kann ich runter. Cool. So ein Lavaball oder was auch immer. Aua. Aua. Ich muss aufpassen, was ich hier mache. Okay. Jetzt wird das Spiel aber auch schon schwieriger als vorher. Jetzt spaßen wir hier nicht mehr rum.
Jetzt meinen wir es ernst. Now we mean business. So, wo sind wir gerade? Oh, wir hätten da nach rechts gekonnt. Das möchte ich mir gerne nochmal ansehen, um ehrlich zu sein. Das habe ich jetzt verpasst. War das hier? Nein, das war weiter rechts. Hier hätten wir nach rechts gekommen. Nee, ach so, hätten wir nicht. Wir können da noch nicht hin. Man kann da schon hin, aber jetzt noch nicht. Alles klaro. Dann hier rechts können wir auch nicht lang. Das heißt, sie sollen nach links. Das sind so viele von diesen Blobbys. Was sind das? Für Gegner. Kein schleimigen Aliens. Keine Ahnung. Oh. Enemy fighting! Und da oben. Wow, die schießen Feuer! Bisschen auslöschen! Bam! Versteht ihr? Auslöschen? Okay, sorry. Yeah! Jetzt sind wir wieder auf 9 Leben. Miau. Mhm. Oh Gott, hier gibt's viel. Hier gibt's ziemlich viel. Ich geh mal oben lang als erstes. Never mind. Wir gehen erstmal unten lang. Also hier können wir. Nein, können wir nicht. Könnte kick alleine lang, aber das traue ich mich jetzt gerade nicht. Komm schon! Aua! Ich wollte mich noch ein bisschen einhitzen, aber nicht so viel. Bam! Okay. Übrigens, warum wird unten rechts eigentlich das Y nicht mal angezeigt? Ach so, weil wir nicht raus können. Ist es hier so warm, dass Kiki sie nicht alleine überlebt? Oder warum können wir nicht raus? Wie lang schießt er? Ja, ich muss doch irgendwann lang. Okay, ich habe eine Chance nicht genutzt. Bam! Aber jetzt ist er weg. Okay. Hier rechts könnten wir lang. Und noch ein Kampf! Oha, was bist du denn? Was bist du denn? Bop, 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 tot. Bop, 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 bop. Und safe. Miau. Gut, weiter geht's. Bam. Weg mit dir. Bam. Aua. Aua. Ach, wisst ihr was? Ich geh noch mal kurz heilen. War doch gerade noch hier die Heilung. Ich hab schon. Jetzt schon wieder so viel Damage genommen. Ich muss einfach mehr mit der Steuerung klarkommen. Das meine ich. Wow. Wow. Ich treffe ihn nicht mal von hier. Okay, jetzt habe ich ihn. Bam, bam. Bam. Hm, sieht aus, als würde Lava den Weg blockieren. Du musst irgendwie den Lavafluss stoppen. Geh weiter und schau, was du finden kannst. Ich glaube an dich, Kiki. So, übrigens, Kiki ist jetzt offiziell weiblich. Denn, kleines Missverständnis, Gato kann sowohl Kater als auch Katze heißen. So, das hatte ich in der ersten Folge falsch. Habe ich zwar auch in der Beschreibung vergefixt, aber. Ja. Ich glaube, ich sage es einfach nochmal lieber in der Folge drin. Kiki ist weiblich. Wo sind wir jetzt? Hätten wir nach unten gekonnt? Ach so, nee, weil die Lava ist noch da, können wir nicht. Okay. Ich hab mich schon gewundert. So, hä? Das hab ich da verpasst. Oh Gott, weg mit dir. Bam, 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 bam. Tot. Bam, bam. Aua. Okay, der trifft mich aber von hier nicht. Aber ich ihn von hier. Bam, bam. Yeah. So langsam habe ich keine Energie mehr. Okay, wir können noch. Okay, wir gehen mal nach links. Ja, weil ich dachte schon, hier ist eine Sackgasse. Hier muss irgendwas sein. Ein Safe. Den nehme ich doch gerne mit. Okay. Bosskampf. Eindringlinge, Eindringling. Sofort stehen bleiben. Was ist das für ein Geräusch? Hoch, ist da etwa ein kleines Kätzchen drin?
mehr. Ich habe seit Jahren keines mehr gesehen. Ich lasse dich schmelzen wie ein flauschiges Eis am Stiel. Miau. Wie wär's mit Nein? Die Musik ist interessant. Aua. Aber er macht doch gar nichts irgendwie. Wow. Okay, hab nichts gesagt. Okay, sehr interessanter Boss, finde ich. Aber er bewegt sich auch gar nicht. Ich dachte die ganze Zeit, er bewegt sich irgendwann. Oh, jetzt hat er sich ein bisschen bewegt. Er bewegt sich irgendwann, aber irgendwie bleibt er einfach stehen. Macht nichts. Lässt sich einfach treffen. Akzeptiert's. Ich spam einfach nur meine Tasten. Und es hat geklappt. Uff. Du wirst viel hartnäckiger, als du aussiehst. Kätzchen. Ha. Aber ich bin nicht der Letzte meiner Art. Und die Lava, die durch unsere Rohre fließt, wird die Kohlen unserer Familie bis in alle Ewigkeit befeuern. Bruder, räche mich. Miau. Okay. Das war... Was? Au, au. Was? Oh, wow. Pff, okay. Uff. Können wir hier wieder hoch? Nee, wir müssen jetzt hier lang. Aber hier, die Lava ist weg. Freunde, die Lava ist weg. Das ist doch schön. Aua. Haut ab. Mensch, so viel Ungeziefer hier. In diesem schmalen Gang. Denken, sind die sicher vor mir? Aber nein, das seid ihr nicht. Ich gehe nochmal ganz kurz hier lang. Weil ich möchte mich kurz heilen. Weil sowas die ganze Zeit passiert. Ich berühre die alle. Bam. Und dann gehen wir kurz heilen. Und dann gehen wir den Weg nochmal runter lang. Ich glaube, der ist kürzer. Ja, also ich muss sagen, dieses Respawn alle war klar. Ich muss sagen, das Spiel ist auf jeden Fall, nice. Hat auch eine Story. Also, so langweilig ist es nicht. Also, was ich so mitbekommen habe, bisher, viele denken, dass das Spiel ziemlich langweilig ist, aber eigentlich nicht. Es hat viel mehr, als man denkt. Es ist einfach nur, ja, Metroidvania, such halt den richtigen Weg, find alles und bla 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 bla. Es ist ein bisschen mehr als das und das appreciate ich sehr. Finde ich sehr, sehr nice. Wir können hier nach links. Nein, können wir nicht, oder? Aua! Nein, können wir nicht. Nein, können wir nicht. Oh Gott. Hier nach rechts? Ja, hier können wir auch nicht da rein, aber hier rein. Was bist du denn? Die sehen ja lustig aus. Bam. Die tanken aber sehr viel. Aber dafür sind sie jetzt down. Aha. Hier können wir nicht runter. Nein. Noch ein Kampf? Okay, Spiel. Dann haben wir halt noch einen Kampf. Muss man den auch töten? Kann man nicht. Ich denke mal dann nein. Oh. Ich muss aufpassen, ich bin gleich tot. Oh, sein Feuer, seine Flammen wehrt meinen Angriff ab. Ist aber nicht so gut. Oh Gott, wir sterben. Das darf nicht sein. Das darf nicht wahr sein. Gott. Okay, wir haben's. Puh. Jetzt sind wir wieder hier. Aber wir sind auf der anderen Seite nun. Ja, da ist der Unterschied. Und wo müssen wir jetzt lang? Ah, hier können wir lang. Aber hier oben gibt es auch noch was. Hm, wir können es aussuchen. Wir gehen mal hier lang. Weil wir hier nicht weiter können. Oder? Nope, wir können hier sowieso nicht lang. Dann müssen wir nach oben. Alright. Aua. Mensch, diese Gegner sind ständig im Weg. Wie kämpfe ich den denn? Gut,
treffe ich ihn ja gar nicht. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Ein Leben. Okay. Da hinten ist noch so ein Heini. Der wird gerade beschützt von den Flammen. Damit meine ich, ich kann ihn nicht treffen wegen den Flammen. Aber ich hab ihn. Jetzt muss ich nur noch ohne Treffer durch. Wow. Yes, safe. Ich hab's gehofft. Yes. Okay, das ist echt schön. Bam, 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 bam. Piu, piu. Wir sind mit zwei Raketen tot. Boom, noch einer. Was soll das denn? Was ist denn hier drüben? Nichts. Ah, okay, gut. Hier gibt's noch irgendwas. Wow, bam. Bam! Bam! Okay. Einfach abwarten, bis diese Soße da wegfließt. Und jetzt haben wir hier weitere Gegner. Wow! Diese beiden starken Gegner. Ich habe den oberen da gar nicht gesehen. Aua. Bam! Bam! Okay. Hier legen sie noch irgendwas. Come on, als ob mich das noch getroffen hat. Oh, Hallöchen. Ein Bohrding. Oh! Das macht so eine Dash-Attacke immer. Bam, bam. Ah, den kann man nur von hinten angreifen? Ach so, nur dann, wenn der gerade gerammt ist. Wenn er irgendwas gerammt hat, dann kann man ihn angreifen. Okay. Also, warte, Moment. Das heißt hier. Ah, da können wir nicht lang, stimmt. Okay, gut. Ich dachte mir schon. Okay. Jo. Oh, was ist denn hier? Kiki? Ah, geht gar nicht. Oh. Hallo, mein Drilling. Sofort stehen bleiben. Ist der gleiche mit dem Sturzer. Ach, du warst es. Ja. Ich weiß, dass du meinen Bruder angetan hast. Du hast dein Leben vorzeitig beendet. Ja. Noch bevor er sich einen Schnurrbart wachsen lassen konnte. Wie lautet das alte Sprichwort? Lava ist dicker als Blut. Ich werde dich rächen, Bruder. Oh no. Ist es wirklich der Bruder oder ist es einfach nur er selbst hat sich halt nur einen Schnurrbart dran gezeichnet? Vielleicht ist es aber auch ein wirklicher Bruder. Aber ihr habt gehört, wir haben es nur vorzeitig beendet, das Leben von ihm. Das ist nichts Schlimmes passiert. Boah. Kannst du es nur wagen? Die arme Kiki zu verletzen. Das kriegst du zurück. Bam, bam. Wow, 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 wow. Bam, 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 bam. Au. Bam, bam. Leider sieht man hier nicht, wie viele Leben der hat. Das verstehe ich nicht, wieso man das nicht sieht. Finde ich persönlich ein bisschen schade, aber okay. Dann ist das wohl so. Oh, jetzt wehrt die Flamme natürlich meine Angriffe ab. Was soll denn das? Okay, weil wir schlagen uns ziemlich gut, würde ich sagen. Aua! Wow! Diese Flammen! Meine Güte! Aber er ist fast tot! Er rastet schon komplett aus. Aua, aber ich auch. Okay, immer schön schnell ausschießen, bevor die mich noch irgendwie verletzen. Weil ich verletze mich die ganze Zeit gerade selbst. Meine Güte, ist der robust. Der hält aber ziemlich durch. Ich treffe ihn, glaube ich, manchmal auch gar nicht, wenn ich versuche, ihn zu treffen. Jetzt. Du hast mich geschlagen. Denn auch wenn meine Körper zerfallen und sich meine Hitze zur flüchtigen Mauer. Mein Schnurrbart wird ewig leben. Was? Mustache forever. Okay, das fand ich lustig. Das war actually lustig. Okay, und damit haben wir nun zwei von den Dingern kaputt gemacht.
Ob das alle waren, weiß ich nicht. Ich denke mal, wir erkunden einfach in der nächsten Folge ein bisschen. Und dann, falls wir nichts mehr zu finden, falls wir nicht mehr finden, wo wir lang können, werden wir einfach wieder zurück zum Computer gehen. Oh doch, Moment, hier runter können wir. Also doch, es wird auf jeden Fall ein paar Orte geben, an die wir lang können. Schaut auf jeden Fall das nächste Mal wieder vorbei, wenn es heißt Gato Roboto. Wow.